Hitung, 35. 2. Biar kita sama orang putih, saya bilang, jangan macam-macam bicara. Pokoknya harus berangkat besok, kata Dolong. Ya. Aber da ist unser Haus nebendran. Ah, sicher. Ja. Das steht immer noch, ein bisschen verlotterter. Ja, klar. Ob ich lieber dort geblieben wäre oder lieber in der Schweiz bin, ich kann es gar nicht mehr sagen. Es war so ambivalent. Ich besinne mich noch, wenn ich dort bin, auf dem Flugplatz gestanden, in Jakarta, und dachte, ey, die Kokospalmen, die sehe ich nie mehr. Er hat mich wahnsinnig hart gehabt. Und dann in der Schweiz am Anfang war es eigentlich gar nicht so schön, weil da sind 15 Jahre vergangen und die Schweiz, das Leben hat sich dermaßen verändert. Ich habe zuerst gar nicht mehr reingepasst und es hat mich dann noch den Überfluss. Ich kann da nicht leben. Ich bin manchmal in die Stadt und wollte etwas einkaufen. Ich bin mit der leeren Tasche zurückgekommen, ich konnte mich nicht entschließen. Cerita apa ya? Nah. Ini ikan. Ja. Sollen wir nicht gerade die Isli waschen, bevor wir sie verschneiden? Ja, das dann. Ja. Das nehmen wir nachher. Warte. Jetzt noch das. Und die ist zu holen, meine ich. Ich habe es natürlich ein bisschen steuern. Ich habe ein Spiel vorgegeben, dass sie näher am Boden hocken und spielen. Irgendein so ein deutsches Spiel. Die spielen sofort, wie etwas da ist. Ja, okay. Das noch, dass sie nicht müssen, nur noch umsetzen. Oder Büchli. Büchli. Ja, Was ist das dort, Felicia? Das bin ja ich, in 10 Jahren. Sie schafft es nicht. Sie steht in 10 Jahren. Schau, sie schafft es. Sie probiert nicht.
Oke, okay.